Oh mein Gott, was hat Renny Harlin hier gemacht? Erinnern Sie sich noch an Filme wie Stirb langsam 2 oder Mindhunters? Das waren richtig klasse Actionfilme. Unerwartet, explosiv, mit einem coolen Helden, also alles drin. Hier, The Legend of Hercules, geht ja um den berühmten antiken Helden. Ja, das ist wirklich eine reine Katastrophe für schon epischen Ausmaßes. Also, das wirkt alles tierisch billig, Trash vom Feinsten, miese Special Effects und ein Schauspieler, ein Darsteller, Hauptdarsteller, der wirklich ganz, ganz furchtbar ist. Cannon Lutz, den kennen vielleicht einige aus den Twilight-Filmen, aber wahrscheinlich ist er da auch nicht wirklich aufgefallen. Also, das hier sollte man sich wirklich schenken, auch auf DVD. Einfach beiseite liegen lassen, nicht angucken bitte, sonst ärgert man sich wirklich. Oder halt mit ein paar Kumpels, wenn man sich mal richtig amüsieren will. Also dagegen wirken die alten Sandalenfilme aus den 50er und 60er Jahren wirklich wie Oscar-reifes Arthouse-Kino. Mehr muss man zu The Legend of Hercules echt nicht sagen.